Ja, Leute, nein, ich wurde hier nicht schon mal hochgeladen und nein, das ist nicht meine zweite Quali. Für die Quali heute habe ich mir das Thema Steven Universe vorgenommen. Nicht weil es so gut ist, sondern weil es keinen Sinn ergibt. Starten wir mit den Gems. Für die Leute, die es nicht wissen, Gems sind die Hauptcharaktere der Serie und Gems sind Steine, dessen Körper aus Licht bestehen. Das Leben ist eigentlich in den Steinen, aber die Steine bzw. Gems kreieren einen Körper aus Licht aus diesen Steinen. Das macht erstmal keinen Sinn, weil Licht kann man nicht berühren, Licht kann man nicht anfassen, jedoch kann das Licht in Steven Universe sich prügeln, Sachen aufheben. Wenn Licht zu stark ist in dem Steven Universe Universum, sollte das Licht in der Sonne ja alle erdrücken, weil wenn Licht aus Stein physisch ist und Sachen anfassen kann, sollte das ja auch Licht aus Sonnen. Und sollten Energiequellen nicht heiß sein? Ich meine, guckt euch an, wie Gems glühen, wenn sie ihren Körper erzeugen. Das ist ja alles schön und gut, gäbe es kein Gem, der Kälte erzeugt. Eiseskälte, um genau zu sein. Dieser Gem kann einfrieren. Also wie genau funktioniert diese Lichtquelle? Ich könnte falsch liegen dabei, aber wenn Gems Licht ausstrahlen, sind sie Lichtquellen. Und Lichtquellen erzeugen Licht. Und Licht beleuchtet, also sollten Charaktere um sie beleuchtet sein. Apropos Licht, Gems sollten keinen Schatten haben. Gems sind Licht, wie können sie Schatten haben? Hat Licht Schatten? Ich denke nicht. Apropos Licht, Greg, Stevens Vater, hat mit Rose, einem Gem, ein Baby gemacht. Greg hat nicht gefickt. Ach, by the way, Gems haben kein Geschlecht, weil sie Steine sind. Ganz klar. Aber alle sind weiblich. Jeder Gem ist weiblich. Das war meine Frage. Haben Gems Geschlechtsteile? Ich meine, Rose hat einen Ausschnitt, also hat sie Geschlechtsmerkmale auf jeden Fall. Aber warum ist jeder Gem weiblich? Warum macht sich jeder Gem weiblich? Sie können sich doch nicht in viel stärkere Menschen verwandeln und nicht sowas. Apropos, Mephists ganzer Charakter basiert darauf, dass sie als eine schwache Mephist-Kriegerin geboren wurde. Änder doch deine fucking Form, in der Folge hast du es auch gemacht, bist du dumm. By the way, jeder Gem ist lesbisch. Warum haben Steine, gottverdammte Steine aus dem Weltall Sexualitäten? Da sind Steine. Übrigens, diese Steine formieren ihren Körper mit Zahnfleisch, Tränendrüsen und guten Singstimmen. Gott, so viel, das macht keinen Sinn. Zum Beispiel Spinel kann sich Cartoon nicht bewegen. Moment. Heißt das, dass sich andere Gems eigentlich auch so formieren können und auch so rumschwingen können? Ah!